Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Camp de Mars. Und damit herzlich willkommen zu Part 25. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Ja. Da hat er einen Namen. Ja, wir sehen da hinten, dass das Ziel, da cutte ich jetzt mal nicht. Wir rennen da mal hin. Guck mal, wir sind schon Rang aufgestiegen. Wir sind Vollstrecker. Nicht schlecht. Und hier haben wir auch schon die nächste Mission. Das höchste Wesen. Und Action. Höchste Schwierigkeitsstufe. Die haben da alle Blümchen in der Hand. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und wie lautet er? Denke wie ein Templer. Ja, mitten durch. Wunderbar. Und ich dachte, wir sollten jetzt rationaler sein. Vive Robespierre! Was denkt er sich? Meine Güte, das ist schön. Vive la Liberté! Wenn höchstes Wesen nicht Robespierre bedeutet, fresse ich meinen Hut. Lass dir schmecken, Digi. Zur Schaustellung. Ja, wir laufen hier einfach mal durch. Feuerwerk, way. Was nun? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. War ja klar, kein Verlass auf die Weiber. Muss noch shoppen wahrscheinlich, wa? Endlich ist er da. Also sein Zelt untersuchen und eine Glocke sabotieren. Ich denke mal, das Blaue sind wieder die Sperrgebiete und... Es hat auf Erden die Tyrannen, das Verbrechen und den Betrug herrschen sehen. Jetzt aber sieht es eine ganze... Schauen wir mal, wo die Leute stehen. Wenn ich jetzt einfach hier rüber gehe. Erstmal den hier ausschalte. Gucken wir alle nach da hinten. Da kann ich doch den hier einfach mal... Gott, haben wir die hier weggelockt? Wer war das? Es erschuf die Könige nicht, um die Menschheit zu verschlingen.
Ebenso erschuf es die Priester nicht, um uns wie Tiere zu den Arten der Könige zu fangen. Sucht überall, findet ihr diesen Hut. Gehen jetzt hier alle weg. Guck mal, hier ist auch noch einer. Sondern es erschuf das Universum, um seine Macht zu zelebrieren. Es erschuf die Menschen. Was sind hier deine Attitüde? Ich bin bereit, blindisch, aber ich der Schöpfer der Natur hat alle sterblichen Geschöpfe durch eine gewaltige mal Kette sehen. Von Liebe und Glück belastende Beweise. Belastende Beweise. Jetzt bin ich hier schon mal drin. Publicis de la Révolution Française. Interessant, aber nicht besonders hilfreich. Die eine kann ohne die andere nicht unter den Menschen existieren. Monsieur, da ihr der Retter der Republik seid, flehe ich euch an, auch der Retter meines Bruders zu werden. Immer noch vegetiert er im Kerker, verhaftet von Patrioten, die in ihrem Heldenmut eifrig, doch unachtsam in ihren Methoden sind. Es wurde nie ein Haftbefehl für André ausgestellt, und trotzdem bleibt er in Saint-Lazare eingesperrt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht der Schriften meines Bruders im Journal de Paris erinnert, da diese dem feurigen Herzen eines Poeten entsprangen. Ich bitte euch nun, falls meine bescheidenen Fähigkeiten je von Nutzen für unsere Revolution waren, verschont meinen Bruder. In seinen Schriften sehe ich das Aufkeimen eines der größten Poeten Frankreichs. Ein Licht, das für alle Zeit strahlen wird. Mit patriotischem Gruß, Marie-Joseph Chénier. Jetzt aber sieht es eine ganze Nation im Kampf mit allen Unterdrückern des Menschengeschlechts. Wie es ihr heldenhaftes Werk unterbricht. Interessant, aber nicht besonders hilfreich. Das höchste Wesen zu richten, das ihm den Auftrag gegeben hat, es in Angriff zu nehmen und die Kraft ist durch. Eine Depesche. Hat seine unsterbliche Hand nicht. Monsieur Robespierre, sorgt dafür, dass eure persönlichen Ambitionen dem großen Plan nicht im Wege stehen. Das, was wir tun, tun wir nicht für den eigenen Ruhm, sondern um die Welt nach dem Molays Wunsch neu zu erschaffen. Germain. Und das Recht als Gebot der Stunde für alle Zeiten und alle Menschen festgelegt. Es erschuf die Könige nicht, um die Menschheit zu verschlingen. Ebenso erschuf es die Priester nicht. Das hilft uns nicht weiter. Dann haben wir doch schon fast alles untersucht hier. Ah, da drüben noch. Sondern es erschuf das Universum, um seine Macht zu zelebrieren. Es erschuf die Menschen, um den Nächsten zu lieben. Merlin, Tallien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Die Tyrannen besudeln und die Gerechtigkeit auf sie zurückzuholen, die sie von ihr verbannten. Und die Freiheit, so. Gemeinsam aus der Brust des höchsten Wesens gegeben wurden. Jetzt machen wir die Glocke noch. Ohne die anderen nicht unter den Menschen existieren. Großmütige Menschen. Und mit Elise sprechen. Über all eure Feinde. Jo. War jetzt mehr Glück als alles andere, aber es hat geklappt. Jetzt sprechen wir mal mit der Kleinen. Endlich ist der Tag, der auf ewig glückliche Tag, den das französische Volk... Entschuldigung. Jetzt wollte ich fast übers Blaue rennen, aber... auch noch die Kurve kratzt. Da steht so, wartet. Nun? Eine Namensliste. Mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst... Was hat sie vor? Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. So, dann gucken wir mal. Elise darf nicht entdeckt werden. Und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Oh, da hinten sehen wir schon. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden.
Also wir sollen einmal den... Mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus können Sie der Welt nicht mehr schaffen. So, und einmal den. Bürger, fürchtet nicht länger. Haben wir erwischt. Fürchtet nicht länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Oh, noch ein. Fürchtet nicht länger Ihre lasterhaften Verschwörungen. Zwei sogar. Können der Welt nicht mehr schaden. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Bürger, fürchtet nicht. Können wir doch von hinten. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Warum wird das getan? Hat. Können der Welt so. Wie viel denn noch? Es ist die Weisheit vor allem. Fertig. Schuldigen Feinde aus der Fertig. Vertreiben will. Quel odeur! Même les latrines d'une armée en campagne ne sont pas si mauvais. Sie hängt da jetzt fest, ich bewerte ihn mal. So. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen, anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Germain Bescheid. Überlass das nur mir. Ganz schön krasse Aufgabe. So, dann schauen wir mal. Briefe platzieren. Okay, der erste ist hier schon. Ah, wie wir sehen, der wird von den Roten bewacht. So, da haben wir schon mal zwei weg. Die Könige immer noch danach. Robespierre schwaffelt von Freiheit und Gnade, während Tausende zur Guillotine geführt werden. Nicht länger mit Aberglauben verwechseln können. Würde er mir das so. Versuchen Sie nun, es komplett. War das schon mal, Oh, da unten sehen wir noch Untertitel. Natürlich, Madame. Oh ja, der wird natürlich schön voll bewacht hier. Sie können die Welt nicht von der Brust ihres Schöpfers nehmen, noch die Räume. Was zum Teufel heißt hier? Ihr, die mal den hier mal schnell weg. Ah, guck mal. Eure Augen wieder straflos den Himmel erheben. Verhalten. Die Helden des Landes. Denkt, eure großzügige Hingabe ist keine tollkühne Torheit. Die Scherben der Tyrannei vermögen euch vielleicht das Leben zu nehmen, aber sie haben keine Möglichkeit, euch vollständig auszulöschen. Menschen, wer auch immer ihr seid, ihr dürft wieder gut über euch denken. Ihr könnt euer flüchtiges Leben wieder Gott und der Unsterblichkeit widmen. Die Natur ist ja, dann hat der Vorletzte seinen Brief. Jetzt gucken wir mal, rennen wir mal hier rum ums Sperrgebiet. Nicht unbedingt durch. Lasst uns leidenschaftlich und unnachgiebig in unserem Zorn gegen unsere Tyrannen sein. Gucken wir mal, wie wir den Letzten erreichen. Geduldig in unserer Arbeit, fürchterlich bei Rückschlägen, bescheiden und wachsam im Erfolg. Wer auch immer ihr seid, ihr dürft wieder gut über euch denken. So, und jetzt haben wir hier den letzten. Das ist den eitlen Fatzke an Kult des höchsten Wesens. Allerdings das Ganze im Gang. Das höchste Wesen ist nicht zerstört. Das ist ja gut. Jetzt bin ich ja gespannt. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Robespierre geht jetzt wirklich zu weit. Da tobt der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Ja, da haben wir das geschafft. Sogar mit Herausforderungen. Juhu! Das höchste Wesen. Ich würde sagen, wir sehen uns in Part 26. Bis dahin.